Just one thing left on my mind, that I needed to feel you near me. You said don't have the time. The cowboys up, the rodeo, the rhinestones on that rodeo. Your theme tune on the radio, souvenirs that only go to. Hello and good evening. The name of this group is ABC, and the name of this song is Many Happy Returns. Thank you.
to this job. I was resigned to my fate. When I got there early, she'd hesitate. You can say she's gone forever, or just sit tight and wait. She said I was on principle, and that I was not the first. Like the phoenix, come back from the ashes on high. I know what's good, but I know what trash is. In the headlights, in the highlights of her head. But she's not there. Oh, no. Many happy returns, many happy returns. But these are the ones that I can't return. Many happy returns. These are the letters I couldn't burn. When she's here, one thing I found, things get better second time around. Return, many happy returns. These are the lessons I need. Return, many happy returns. These are the letters I could have learned. Okay, inside my blue. Okay. I should have learned. Return, many happy returns. These are the letters I should have learned. Return, many happy returns. These are the letters I should have learned. Return, many happy returns.
and a song called Tears Are Not Enough. Tears are not enough. Tears are not enough. Tears.
Good care of this beautiful theatre tonight, yeah? This is the last time we're going to play in Germany for some time. So we're going to be pretty hot. Especially on a song called Date Stamp. Thank you.
capable hands with a man they call Mr. Stephen Singleton tonight, because he wants everybody in this theater to follow his example and put their hands together. Follow the example of these fine people down here. Yeah, hit it. Hey, Steve, you're gonna have to do some finest moves along there. You're gonna have to go west, go east, go north, go south. I get sales top and sales assistance. All I wanna do is lower your resistance. Look, but don't touch paradise. Don't let them catch you damaging that. Action! Ladies and gentlemen, is it true there's some people right at the back of the theater? Yeah? Yeah. I can just about see those people up there. Well, on this song, we're going to have to do our hardest. And we're going to go for it right now with a song called The Look of Love. Thank you.
judge a book by the cover, then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. The look of love. The look of love. The look of love. Though my friends just might still ask me, they still say, hey Martin, maybe one day you'll find true love. Martin Fry, and along with my good friend Mr. David Clayton on piano, we should like to perform a song we wished we'd written called I Wish I Were in Love Again. Maestro. The sleepless nights, the daily fights, the quick to bargain when you reach those heights. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. The endless waits, the broken dates, the lovely loving and the hateful hates, the conversation with those flying plates. I wish I were in love again. No more pain. No, no more strain. Now I'm sane, but I would rather be punch drunk. The pulled up fur of Captain Kirk, the fine mismating of a him and a her. I don't like quiet, but I wish I were in love again. A furtive sigh, the blackened eye, the words I love you till the day I die, the self-deception that believes the lie. I wish I were in love again. When love congeals, it soon reveals the faint aroma of the forming seals, the double crossing of a pair of heels. I wish I were in love again. No more cares. No, no despair. Now I'm there, but I would rather be punch drunk. Believe me, sir, I much prefer the classic battle of a him and a her. I don't like quiet, but I wish I were in love again. In love again. In love again. Thank you.
to say to you? Can you keep a secret? Would you know just what to do? Oh, well, to keep it. Then I say I love you and vow that situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did. Bow to the target. Blame Cupid, blame Cupid. You think you're smart? Stupid, stupid. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Symbols, no tempo in drums. Love on the horizon, lit by the sun. Right on that target, but wide of the mark. What I thought was fire was only the spark. The sweetest melody is an unheard refrain. So lower your own sights, boys, but raise your aim, raise your aim. Who broke my heart? You did. A bow to that target. Blame Cupid, blame Cupid. You think you're smart, stupid. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Sticks and stones may break my bones, but words, they almost killed me. You changed your mind, now you change mine. You know you'll always thrill me. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Shoot. Thank you.
Thank you. All in a song called St. Valentine's Day. Kept your eye on rising prices. All you got were movie prizes. I'm sure you'd like to think you know what life is. My destiny in magazines. Never lift it and sit down. Harpers and queens. Near to eternity without in between. Ask me, I already know. With your heart on. Something to buy that big stove. To the scandal, gases they roll. So ask me, I already know. When we find you beached on the barren, when the only pleasure treasure is in my remains. If you don't tell the truth, that's the price you pay. It's all in the 20K. When I'm shaking my hand, I'm clenching a fist. If you gave me a pound. A rock and roll song now. We wrote a rock and roll song. It's our way of seeing rock and roll. It's a song we wrote in association with Chuck Berry, and it's called Forever Together. Mm-hmm.
tell me. I won't hear you. You're talking louder, saying nothing, walking proud, but going nowhere fast. You know, if you could tell me. See no evil, I'll close my eyes, you know. I'll close forever together, for years to come. For love too strong, for us to part. Forever together, for years to come. For love too strong, for us to part. And that's the trash aesthetic, I suggest that we forget it. Your 12 disciples might kiss and tell, but you can't tell me much more than they can. Right now, a mathematical equation won't describe my liaison. The stars in the sky might try persuading, but you can't tell. You can't tell me I gave up on listening years ago. Forever together, for years to come. For love too strong, for us too hard. Forever together, for years to come. For love too strong, for us too hard. Thank you.
I think at this point in tonight's show, we must introduce ourselves formally. I think on this next song, I should introduce these the fine members of ABC, but I think you want to meet these fine musicians behind me, yeah? Yeah. Okay, about 17 people want to meet. So you want to meet these horn players and the piano players and the string players, yeah? You want to meet these musicians, yeah? Yeah, that's 27. But we're going to introduce everybody on a formal basis in a song, which goes something like this. Is everybody ready? Yeah? Wait a minute one time! Hit me twice! Keep it coming. Let's rip it up. Woo. The pen is mightier than the sword. You're gonna hear my vocal cord. Hit it. Hit it. Perfect rhythm is the sign of a true thoroughbred. I want you to meet the drum emperor. The sea gets calmer, instant calmer. Pajama Rama, Mr. David Palmer. Woo! Let your fingers do the walking. Let Mr. Bassman do the talking. The sound you are hearing in the background is the sound of Mr. Robert Clark. When the beat goes on, six strings at his disposal, six this soul in his hole, I'll hit it my right run. Now sex, which makes Stephen pornographic. Telephone, his ex-directory. Saxophone, check him out. Ladies and gentlemen, it's my privilege, my proud privilege, to introduce to you tonight on stage, on piano, on synthesizer, on emulator, I see you later, alligator. Please put your hands together and let me introduce David Clay. The guys would steal a wheel. Mr. Howie Casey. Mr. Kim Well. A horn section that answers every question. Woo! Gentlemen.
If we're gonna make this evening special, we each gotta give something. Yeah. And tonight, we're not on television, but I'm afraid we're down here live in the flesh. And I feel that tonight, if we do everything right, we can make something special. Let's build it up. Let's take it down. 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 Well, ladies and gentlemen, you see, not only are we on this stage tonight, but we feel it's our responsibility to remind you of your responsibility, of our responsibility. You see, I'm talking about one thing, and that one thing is audience participation. Let's keep it coming. Let's keep it coming. Let's keep it down. Let's keep it down. Let's keep it down. Why can't you peace? 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 Let's take it down. Let's take it down to the sound of a cool trumpet. Let's take it down. Second time tonight. That ends tonight's public service announcement. Now we're gonna re-enter the song. We're gonna have to hear the sound of Mr. Kim Webb on the trumpet. Why can't? Why can't? Why can't? Why can't? Hit it! Thank you.
just what to do. Oh, well, to keep it. And I say I love you. Found that situation. Hey, girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did. Bow to the target. Blame Cupid. You think you're smart. Stupid. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Symbols, no tempo in drums. Love on arrival, she comes when she comes. Right on the target, but wide of the mark. What I thought was fire was only the spark. The sweetest melody is an unheard refrain. So lower your own sights, boys, but raise your aim. Who broke my heart? You did. Bow to the target. Cupid. You think you're smart. Stupid. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. But you love me, but it seems you don't care. Who broke my heart? You did. Bow to the target. Blame Cupid. You think you're smart. That's stupid. Right from the start, when you knew we would fall. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Shoot that poison arrow to my heart. Shoot that poison arrow. Yeah, shoot that poison. Bis zum Schluss dieser Sendung wird es nur noch um Liebe gehen. Je größer und unverschämter, desto besser und lustiger für uns alle. Und um die englische Popband ABC. Alles, was du über die Band wissen musst, ist, dass ihre LP das Lexikon der Liebe heißt, toll und großartig ist und natürlich gekauft und von euch gehört werden muss. Und hoffentlich für euch genauso aufregend, witzig, spannend, rührend ist wie eure eigenen Liebesgeschichten. Denn die interessieren euch ja schließlich auch am meisten. Was du aber über ABC absolut nicht wissen musst, ist, welche Statements sie so in Interviews über Gott und die Welt abgeben und abgeben wollen und was sie dafür wichtig halten. Musikerinterviews im Allgemeinen sind aus meiner Erfahrung sowieso völlig langweilig, nichtssagend. Und auch Mark White, der ABC-Gitarrist, erzählte mir nur Plattheiten und die möchte ich euch doch lieber ersparen. Und völlig uninteressant und meistens auch peinlich wird es dann, wenn diese Leute wichtig sein wollen und sich als ernsthafte Künstler präsentieren wollen. Martin Fry, der Sänger und Sprecher von ABC, hat für solche Interviewanlässe immer seine vorbereiteten, glatten und cleveren Antworten parat und lobt auch noch brav die Journalisten, die glauben, ihm gerade wieder was unheimlich Wichtiges gesagt zu haben, was erfahren zu haben oder aufgedeckt. Aber das brauche ich alles nicht zu interessieren. Kurz vor dem Konzert hier in Hamburg traf ich noch Martin Fry zu einem Interview. Und ABC, die ganze Band, war schon ziemlich genervt auf ihrer ganzen Tournee. Sie sind schon seit ein paar Monaten in Europa, in den USA unterwegs gewesen und es klappte alles nicht so, wie sie es gerne hätten. Und bei dem Interview hatte ich Martin Fry auch ziemlich schnell sehr verärgert,
weil ich ihm nur private Fragen gestellt hatte und davon wollte er nichts beantworten. Vor einem halben Jahr traf ich ihn schon mal und da erzählte er mir etwas von seiner Freundin Julie und ich fragte ihn, ob er sie immer noch lieb hat. Und dann wurde er aber ziemlich schnell mürrisch und wollte wissen, ob ich denn auch jedem meinen Liebesklatsch erzählen würde. Ja, und das war mir natürlich alles unglaublich peinlich, denn ich wollte ihn gerade um Rat fragen, weil ich selbst etwas kompliziert und irgendwie tragisch verliebt bin und auch Martin Fry so ziemlich viele unglückliche Love Stories durchlebt hat. Aber dazu kam es alles nicht mehr, weil nach 10 Minuten er ziemlich schnell aufstand, meinte, ich stelle nur dumme, keine vernünftigen Fragen und verlangte, dass das ganze Tonband gelöscht wird. Also nun kann ich euch leider keinen Originalton Martin Fry anbieten. Nach dem Interview traf ich im Foyer so einen weiß gekleideten, softie-kommunistischen Reporter, der meinte, ich würde ja auch ziemlichen Scheiß fragen und das interessiere ja auch keinen. Also ihr hört jetzt erstmal The Look of Love. Diese ABC-Aufnahme stammt ebenso wie die, die ihr jetzt noch weiter hören werdet, von ihrem Hamburger Konzert, das vorgestern in der Musikhalle stattgefunden hat. Und es war ja schon 2 Monate vorher total ausverkauft. Und ich kann alle die beruhigen, die sich wahnsinnig geärgert haben, weil sie keine Karten mehr kriegten. Ihr habt wirklich nichts Besonderes verpasst und ich hatte unheimlich viel erwartet und eine große, tolle Show. Aber als ABC dann auftraten, habe ich mich eigentlich ziemlich gelangweilt. Ihr ganzer Auftritt war sehr glatt, routiniert und clever und gut einstudiert, aber irgendwie einfach schlapp. Sie wollten wohl super cool und clever wirken, aber das können sie absolut nicht. Und sie sind nur toll, wenn sie sich nicht ernst nehmen und dann sind sie auch ein bisschen daneben, aber irgendwie gut daneben. Aber das hatten sie wohl ziemlich ernst gemeint und was man dann zu sehen kriegte, war steif und krampf. Martin Fry wollte super lässig sein und das ging völlig schief. Und ein Teenie-Held ist er ja sowieso nicht, also einen, für den sich kleine Mädchen begeistern. Höchstens ganz kleine Mädchen, die noch einen Papi-Komplex haben. Aber die Mädchen, die ich kenne, sagten nur, dass er super fies ausgesehen hätte. Und auch Mark White, den Gitarristen, konnten eigentlich nur ganz billige Mädchen gut finden. Er zeigte hauptsächlich peinliche Elvis-Hüftschwinger und ein ziemlich fieses, fettiges Angebergrinsen. Er wurde dauernd angelächelt von der zweiten Geigerin von rechts und die wollte es wohl wissen und wohl auch noch haben. Und auch meine Freunde meinten, die sei völlig heiß gewesen. Und sie versuchte auch mit allen auf der Bühne und vor der Bühne zu flirten. Aber am besten passte sie eben noch zu Mark White. Sie sah ziemlich bitter hässlich aus und machte mit ihrem Oberkörper dauernd solche rhythmischen Bewegungen. Das sah zwar alles ziemlich vulgär aus, aber so ist nun mal das Leben. Der sympathischste auf der Bühne und auch mein klarer Liebling war Steve Singleton, der ABC-Saxophonist. Der war sogar noch besser als die beiden mitzwingenden, Max Greger-mäßigen englischen Showbandbläser. Steve Singleton war einfach der Star und super toll und er konnte natürlich auch überhaupt nicht tanzen, sondern hüpfte nur übermütig und jungmäßig sexy auf der Bühne rum. Und das Mädchen, in das ich verliebt bin, fand ihn süß, niedlich und reizend und das konnte ich ihr auch nicht übel nehmen, denn wenn ich ein Mädchen wäre, hätte ich mich auch in Steve Singleton verliebt. Das Mädchen sagte dann auch noch, ich müsste aber jetzt noch unbedingt im Radio erwähnen, dass die Kontroordner in der Halle alle unglaublich und fies nach Schweiß stanken. Wo wir gerade bei solchen Stilfragen sind, die Rodis von ABC trugen auch Abendgarderobe, das heißt weißes Oberhemd mit Fliege. Und Martin Frys Goldanzug war an den Schultern ziemlich schlecht wattiert und auch die anderen Anzüge der Band sahen schon etwas abgerissen aus. Allerdings ist die Band auch schon monatelang damit auf Tournee. Als ABC nach dem Umkleiden mit ihren goldenen Anzügen wieder auf der Bühne auftauchten, erklärte Martin, das soll nicht etwa an Gary Glitter erinnern, der früher oft in Hamburg gespielt hat, allerdings nicht unter seinem Gary Glitter, sondern unter einem falschen Namen, weil er von der Polizei gesucht wurde. Es klingt jetzt zwar etwas lau, wenn ich das so nacherzähle, aber die Original-Martin-Frei-Anzeige kann ich euch nicht bringen, weil das Originalband irgendwie verschlammt wurde. Die nächsten beiden Stücke, die ihr von dem Konzert hört, waren die, die eigentlich in der Halle am besten klangen. Das erste ist I Wish I Were in Love Again, ein alter Hollywood-Musical-Standard von Rodgers und Hart. Und das zweite ist Theme from Mantrap, die Nachtclub-Fassung von Poison Arrow. Jetzt noch ein paar Worte zum Publikum. Und das war eigentlich wesentlich schlimmer als erwartet und bestand hauptsächlich aus doofen Durchschnittspoppern, die auch noch meist langweiligerweise im Popper-Einheitsdress gekommen waren. Andreas Dorau, für den der Mensch ja sowieso erst ab 150 Mark Pullover anfängt, fand sie natürlich alle hässlich und suchte vergeblich nach schönen Mädchen. Er hat ja da ein Problem und weil Mädchen immer so gemein über ihn tuscheln, will er sich jetzt eine Waffe kaufen. Außerdem wurde er beim Konzert andauernd von Jungen auf eindeutige Weise gestoßen.
Das Doros-Konzert letzte Woche, das ja auch vom NDR aufgezeichnet und gesendet wurde, machte auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß als ABC. Es war einfach mehr Aktion und auch die bessere Show auf der Bühne. ABC haben mal wieder bewiesen, dass Auftritte in größeren Hallen total out sind und eigentlich immer ziemlich schlimm ausgehen, also eher was für Bruce Springsteen oder Bub-Fans sind. Und wir wollen schließlich ausgehen, Freunde treffen, austoben, interessante Leute angucken und vielleicht noch mehr draus machen. Und all das konnte man bei ABC nicht. Zu sehen gab es auch nicht so sehr viel und ABC sollten eigentlich lieber zu Hause bleiben und ihre Videos auf Tournee schicken, denn die sind wirklich toll und bunt und lustig und haben viele gute Ideen, irgendwo zwischen Jerry Lewis und Walt Disney und viel großen Hollywood-Kitsch und eine tolle Show und alles. Und das deutsche Fernsehen war natürlich bisher zu blöd, irgendwelche davon zu senden, bis auf einen ganz kurzen Look of Love-Ausschnitt. Also die beiden letzten Aufnahmen, die ihr jetzt hört, sind Forever Together und Poison Arrow. Und das ganze Konzert gibt es am Ostersonntag zu hören. Aber Fabrikarbeiter, und genau das waren ABC vorher, Popstar werden kann, dann kann auch jedes Land daher eine Prinzessin werden. Stefan Kühne, der hier mit mir im Studio sitzt, kennt auch das süßeste Mädchen der ganzen Stadt und machte sich über sie lustig. Sie hätte einen Bauch, Ringe unter den Augen und wäre ein langweiliges Bauernmädchen. Und er selber würde lieber am Südseestrand mit, wie er sich ausdrückte, langbeinigen Gazellen liegen. Nun ja, also seine Freundin kenne ich nicht. Für das süßeste Mädchen der Stadt spiele ich jedenfalls extra Liebe kann so wehtun von Marianne Rosenberg.